Servus, grüß euch. Heute bin ich am Vinyl- und Music-Festival mittendrin in Wien in der Otterkringer Brauerei. Und das dürfte so eine Art Musikmesse sein. Da gibt es alles Mögliche vom Vinylmarkt bis hin zu Label- und Bandsvorstellungen. Und der ein oder andere Musiker ist auch dabei. Aber was sind da im Detail erwartet, das werde ich jetzt gemeinsam mit euch auskundschaften. Grüß Gott, Mr. Mars Music. Ja, klar. Markus, Chef von Mars Music, wie man da sieht, Mr. Markus, Chef von eh allem, hat die teuersten Sticker der Welt, sind ungefähr 24 Quadratmeter groß. Das sind noch die bisschen billiger, die wirklich teuren. Das ist ein Sticker? Das ist ein Sticker. Ja, die neue Chaos Inside Langrille, wie man so schon sagt. Und was heißt das? Was ist das jetzt? 162? Das ist die alte Telefonnummer. AN602 ist die Telefonnummer von deiner Mutter. Nein, das ist eigentlich der militärische Code für die Zarbombe, die im Jahr 1961 von den Sowjets. Okay, keine Details. Das heißt, der Titel bei einer CD ist Bombe. Jetzt ist es gleich 16 Uhr und da sind diese Chaos Inside zu zwei Drittel vorhanden. Wir werden jetzt Autogramme geben. Trink bunte Kammerbier in der Otterkringer Brauerei. Er redet Bier. Es ist ja gerade offizielle Chaos Inside Autogrammstunde. Wie der Herr? Ein Autogramm von Chaos Inside oder nimmt er gleich? Nein, gleich. Der nimmt alles, das ganze Programm. Geil. So, meine Damen und Herren. Sie werden jetzt Zeuge der ersten Hörprobe des neuen Albums sein. Was kommt Chaos Inside? Über Box oder nur über Kopfhörer? Über Kopfhörer. Ah, okay. So, der hier. So. So, World. World Premiere. Und wie findest du das neue Album? So, ich glaube, es gefällt ihm. Ist eh okay. Ich glaube, es gefällt ihm. Das ist so ein bisschen wie damals beim Mediamarkt. Genau, wenn man sich beim Mediamarkt das durchkehrt hat. Das ist so fast retro. So. Wie ist das Urteil der Metal-Presse? Super, sehr schön. Der Mr. Metal-Presse kriegt jetzt das erste Autogramm des Tages. Ich werte das als Erfolg. Wir wurden jetzt quasi von der Metal-Presse als nicht scheiße befunden. Das ist schon mal... So, und? Danke. Warte, und die PC natürlich auch. Vielen Dank fürs Anhören. So, voller Erfolg. Die nächste Band ist eingetroffen am Mars Music Stand und das sind diesmal die Nine Lives. Wir spielen Hard Rock, brandneu. Moment. Ich weiß nicht, wann der Vlog rauskommt, aber wir spielen in der Arena im Dreiraum. Falls ihr das schon seht, kommt vorbei. Wann in der Arena? 13.3. im Dreiraum. Das wird sich ausgehen. Und heute das erste Mal exklusiv zum Pre-Sale bei Mars Music. Also schaut vorbei. Sehr cool. Metal, Alter! Ich habe da jemanden gefunden, der spielt da Schlagzeug heute. Und wie heißt die Band normalerweise? Kontrapunk. Und heute hast du nicht Kontrapunk? Nein. Warum nicht? Weil es nur zwei sind statt drei. Kontrapunk Duo auf dem ersten Boden in der Brauerei. Das schreit nach einem zünftigen Metal, Alter! Als nächstes Band ist schon die 88.6 Hausband am Bad Music Stand, nämlich
Seal City! Yeah. Grüß euch, Seal City! Yes. Hallo! Da zählt's mir was Schönes! Was da zählt man da? Neue Single gibt's von uns, never enough. Wir kriegen einfach nie genug. Schaut's euch an. Wann kommt die Single? Die ist schon da, aber es ist schon immer heiß. Oh mein Gott. Auf YouTube und auf Spotify. Und Never enough. Anschauen. Das gibt das Video auch schon? Aber fix. Ja. Oh mein Gott. Seal City, meine Damen und Herren. Metal-Alter! Hallo. Wen fotografieren Sie da? Ekliptik. Oh, Ekliptik ist er da. Weitermachen. Metal-Alter! Brav, schau, so habe ich schon gut angewiesen. Ich folge mal aufs Wort. Zum Beispiel so, 1, 2, 3. Metal-Alter! Wow, das ist schön. So, nochmal. Geschnitten! Irgendwas passiert da gerade, die haben da irgendwas ausgeheckt. Was dazu? Was passiert da gerade? Wir covern Humaldo. Wir wollen auch. Seid ihr das Humaldo Rock Cover Ensemble? Wir sind Elbandweller und wollen auch Metal, Alter. Ja, Metal? Ja. 1, 2, 3. Metal, Alter! Super, gell, das macht's. So, und jetzt gehen wir. So, was passiert jetzt? Zu lernen. Das wird ja schon. Also, das wird ja alles schon so richtig zur Kunstform erworben, das Ganze. Wampen, Alter! Metal-Alter! Super! Ein bisschen folklorisch, aber auch so ein bisschen schräg. Ich glaube, man kann so sagen, mit aber. Ah, das mit ist Käfer, aha. Auch Blumen und Sterne und ziemlich, das ist das Schallplatten in. Ah, in, ah, also das, wow, das, wow. Das ist wirklich sehr hübsch. Was ist das für? Elbandweller. Super. Hinter mir, das ist der Selfie-Bus, und wir haben keine Ahnung, ob der noch funktioniert. Und während ihr auf die Ekliptikas wart, die wollten unbedingt nur ein Selfie drin machen. Werde die Zeit zur Abmoderation verwenden. Ja. Vinyl und Music Festival war eine recht interessante Erfahrung. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Schallplatten auf einmal gesehen. Das heißt, wenn man ein Fable für Schallplatten hat, dann ist das ganze Festival da sicher eine saugeile Geschichte. Ich glaube, da findet man wirklich aus jedem Genre irgendwas, das interessant ist. Der Label-Floor war auch recht interessant. Die war natürlich hauptsächlich wegen Mars Music Productions dort, weil ich halt die Leute alle kenne. Ein interessantes Event. Und da kommen jetzt auch schon die Ekliptikas. Ein Selfie-Bus. Genau, und ja. Der Selfie-Bus hat zu und deswegen werden wir da jetzt nur ein bisschen herumposen. Aber genau, wir machen ein Selfie-Bus. Letztes Mal geholfen, gell? Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Metal-Alter!